Ja, ich bin der Einzige, der hier ist. Nein, der hat einen Stellbahn. Okay, also 2 Meter Rudergreifer mit Marshall 1 zu 4. Eingebaut ist die PAT3 V2 von Tabcat. Ich gehe mal davon aus, es sind Bavarian Demons drin. Ja. Jo. PAT3 V2 mit Generatorbetrieb, das heißt, der Turbinenakku wird von der Turbine geladen. Wir brauchen keinen Turbinenakku mehr zu laden. Die Turbinensteuerung, wie gesagt, hier der Bauer des Modells oder der Bauer des Rumpfes, Stefan Witte, hier mit seiner Rüstung vorne. Wer da mal Fuß hat, den geht dann mal hoch und schaut sich mal bei. Bei JetCat oder auch bei CE-Service. Auch mal bitte von der Schaut euch mal die Rümpfe an. Der Stefan macht die Völkerbohm-Bauweise. Die handwerkliche Herstellung dieses Rumpfes ist immer reich. Ich habe so etwas noch nie gesehen und bis jetzt auch bei noch nie jemand anderem gesehen. Also, diese Herstellung, die man hier sieht, wenn der Stefan das begreift, dann kann man Formel 1 teilen. Aber das kann man nicht. Luftfahrt, Schraubfahrt, Formel 1 fanden. Klassische Modellbau mit handlaminierten Rümpfen, wie ihr das kennt, eigentlich nichts mehr zu tun. Wenn man sich die Rümpfen anguckt, dann sieht man, da steckt so viel Know-how drin, dass der Stefan hier sich angeeignet hat, das ist Wahnsinn. Just 500 von Stefan, wie er mit der Jetnet PAT3 V2 ging von bis. Ja? Also man kann sie am Sportscaler fliegen, man kann sie am Fullscaler fliegen, man kann sie aber auch so fliegen, dass man das alles machen kann. Das sehen wir nachher übrigens auch noch. Ja, das sehen wir noch, oder? 15 Uhr sehen wir das noch. Okay, 15 Uhr fliegt nämlich nochmal eine Videos, die ist dann. Im Prinzip die Passanaten. Das sehen wir dann, das macht den Bilder dann. Und wer ist der Stefan jetzt hier oben seine Kreise zieht, wird jetzt die zweite Turbine gestartet vom Heiner Winkeling. Auch er Fullscale ausgebaut, das können Sie sich oben mal anschauen. Wenn Sie dann in das Cockpit reinkommen, dann kommt sich der Pilot an. Der Pilot, der da drin sitzt, sieht genau aus wie der Heiner. Das ist nicht einer nachgebaut worden, mit einer Manufaktur. Cockpit, alles Fullscale, das sieht wunderschön aus. Und wer zum Stefan geht, den ich mal ganz viel fragt, der macht dann bestimmt auch mal die Haube ab. Und zeigt mal die CFK-Teile, die da drin sind. Das ist der helle Wahnsinn, wenn ich das anschaue. So, die zweite PAT3 V2 läuft oben hier von JetCat. Turbinen mittlerweile ist ja so, Knopfdrücken läuft. In der Anfangszeit der Modelltürbine war da noch groß Know-how erforderlich, um die Dinge irgendwie zum Laufen zu bringen, mit Gasstart und Gras und was nicht noch alles. Und heute mittlerweile ist diese Technik so ausgereift bei JetCat, da geht es wirklich schon auf den Knopf drücken und dann läuft die Chance. Natürlich 5 Blattköpfe wie das Original. Schauen Sie, wie ruhig die läuft. Gute optische Erkennung bei der Los 500 ist immer das Höhenleiter da oben. Da sitzt nämlich auch so ein Blattfeld drauf. Wenn da auch nur direkt so ein Hochdrucksystem ist, dann schüttelt sich das einer. Da sind hier mal die Los. Die sind absolut ruhig. Das ist ein Modell Hubschrauber Scale in Perfektion. Thank you.
Louis von Trollert steht für schnelles Fliegen, dynamisches Fliegen, auch im Original. Oh ja, extrem schnell, extrem wendig die Maschine. Ja, die Maschinen sind mal schon 1 zu 4, aber wenn man die im Original mal sieht, dann denkt man fast, dass diese großen Modelle. Aber genau das macht die Luz zur 1-1-Grading. Die ist extrem wendig, extrem manövrierfähig und der weiß hoch, aber es ist nicht kalt. Aber genauso wie der Heiner jetzt mit dem Vollgas fliegt, genauso kann man es im Original auch machen. Das ist gelandet hier, Stefan, bitte. Chat geklärt den Teil V2. Und in der Luft jetzt noch die blau-weiße Maschine vom Hüngering. Der eine lässt jetzt hier ein bisschen krachen. Schauen Sie mal, wie wendig, wie man der Führerfähig ist mit der Luftkanone. Die werden natürlich durch die 500-Tonnen-Blätter werden die Steuerbefehle wenig direkt umgesetzt wie bei 200-Blättern. Wenn hier vorne steht, das ist gewonnen, die Maschine zuzuhören. Die Mechanik läuft so smooth, das ganze System läuft so smooth. Das ist wirklich sensationell. Lubi macht der Heiler auch. Wieder furchtbar applaudieren da hinten, wenn euch das gefällt. Ich höre nichts. Geht doch. Ja, meine Damen und Herren,
Turbinenhelikopter in Perfektion hier vorgeführt von JetCamp Deutschland RT3 V2. News 500 von Bitte Helikopters. Als Pilot der Stefan Witte selber auf der linken Seite mit der weißen News. Auf der rechten Seite jetzt gerade zusammen. Liebe Jungs, alle Jüngere. Vielen Dank, Jungs, euer Applaus. Kann ich jetzt mal vorbei?